Moin Moin und damit willkommen zu diesem neuen Spezial. Und zwar geht es dabei um die Schnellzusammenfassung von Folge 101 bis 200. Ihr habt das selbstverständlich an dem Thumbnail und an der Beschreibung des Videos schon gesehen. Ja, und darum soll es jetzt gehen. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, wartet da natürlich eine ziemlich große Playlist auf euch. Und um euch einen Teil dessen zu ersparen, wenn ihr denn überhaupt keine Lust habt, diese große Anzahl an Videos zu sehen, dann könnt ihr euch das wie gesagt sparen, indem ihr euch jetzt dieses Video anseht. Das ist natürlich jetzt nur eine grobe Zusammenfassung von dem, was passiert ist. Sämtliches Charakterspiel ist da natürlich nicht mit inbegriffen, aber ja, das kann man dann auch noch nachträglich gucken, wenn man Langeweile hat und wenn ihr meint, das wäre vielleicht sinnvoll, um die neuen Charaktere kennenzulernen. Ja, den einen oder anderen haben wir noch dazu bekommen. Ein oder andere Held ist auch gestorben unterwegs. Ja, und darum soll es in diesem Spezial gehen. Ich habe euch das letzte Mal alleine gelassen. Es war vor 3 Monaten in Folge 100 in Perikop. Wir sind genau dort stehen geblieben und das eigentliche Ziel der Reise war die Blutige See. Die haben wir mittlerweile auch erreicht, nachdem es in Folge 1 bis 100 darum ging, so ein bisschen Aventurien kennenzulernen. Und dann wirklich von der Westküste bei Herwena über den großen Fluss ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Wie funktioniert das überhaupt mit dem Segeln und Bootefahren? Die ja, Hauptstadt kennenzulernen, also Gareth. Und da dann auch die ersten Erfahrungen mit richtigen offiziellen NPCs, in diesem Fall mit Dexter Nemrod. Oh ja, konnte man wie gesagt ein bisschen Erfahrung mit Aventurien machen. Meine Spieler waren natürlich schon zu einem großen Teil sehr erfahren. Aber es geht eben auch darum, dass man so ein bisschen Abenteuerpunkte mitnimmt, damit man dann in der blutigen See nicht ganz so nubig dasteht. Ja, genau, wir sind in Perikum stehen geblieben. Und es ging dann eben weiter damit, dass man denjenigen gefunden hat, der sie dann zu diesem Schiff bringt. Und das liegt, wie gesagt, irgendwo in den Trollzacken vor Anker. Und da müssen sie jetzt hin. Die genauen Standort haben sie dann bekommen. Sind dann aufgebrochen in der Nacht- und Nebelaktion und dann ging es los. Ja, nach der einen oder anderen Begegnung in den Bergen mit Trollen, einem Drachen und auch Trollzackern, ja, haben sie dann das Schiff, die Seeadler von Bailung unter der Obhut von Kapitän Sarnin gefunden, sind dann aufgebrochen, nachdem sie angegriffen worden sind von, ja, Tagunitot-nahen Kreaturen, das heißt, unter der Führung eines Alchemisten Alurith Mangrace, mussten sie die Fässer verladen und das Schiff dann ablegen lassen. Das war schon so ein bisschen heikel mit toten Ogern, die da Brandfässer schmeißen, beziehungsweise keine Brandfässer, sondern die Brandfässer mussten eingeladen werden. Die Oger selber haben dann mit toten Pferdekörpern geschmissen, beziehungsweise allgemein mit Pferdekörpern. So, ja, aufgebrochen und dann steckte man nach wenigen Meilen schon fest in einem riesigen Tankfeld. Das war aber auch schon angekündigt. Das heißt, man wusste bereits in Perikum, dass da wenig geht aktuell. Eine riesige Sargassosee, die da wohl, ja, entweder natürlich oder unnatürlich dort liegt und die Seefahrt blockiert. Und eben in jenes Tankfeld ist dann auch die Seeadler geraten, wo man sich dann freischlagen musste mit Beilen. Da kam es dann auch sofort zur allerersten Begegnung mit einer Dämonenarche, mit der Goldmorgen-Tarantel, wie die Helden sie getauft haben. Da hat man auch die erste Begegnung mit ja, diesen Wurzelzeichen gemacht, also verschiedene Runen, die Schiffe zurücklassen, wenn sie sich auf der See bewegen. Jetzt ganz explizit die Dämonenarchen. Das macht natürlich nicht jedes Schiff, aber Dämonenarchen als daimonide Wesen hinterlassen ja solche Zeichen. Da hat man sich dann freigekämpft. Mit Hilfe eines Luftdschinns gelang die Flucht und man segelte dann nicht hier in die Sargassosee hinein, da wie gesagt ausweichend, sondern dann an verschiedenen Engpassagen, einmal hier und einmal hier. Ist man dem Ganzen so ein bisschen ausgewichen oder hat es zumindest versucht. Es gab noch ein paar Neuigkeiten aus Bailung, da haben sie einen Fischer getroffen, der da ihnen ja, ein paar Neuigkeiten über die schwarzen Lande erzählen konnte. Es gab eine Entdeckung von einer Bireme, die wohl unter Hafaks Flagge gesegelt ist. Da sind sie aber dran vorbeigefahren und dann einen Tag später
gab es eine Begegnung mit der Talukke-Walkadaver. Der Kampf ging so ein bisschen kritisch aus, möchte man sagen. Es gab wenig Verluste, aber diejenigen Verluste, die es gab, die waren natürlich dann schon so ein bisschen eklatanter, möchte man meinen. Denn das war Ephadaios. Ephadaios ist ins Wasser gefallen, aufgespießt mit wenig Lebenspunkten und ein paar Wunden. Und wir wissen noch nicht genau, woran das liegt, dass er überlebt hat, aber er hat überlebt. Und er hatte eine Vision von Bahamut, wie das Land untergeht. Ja, wer auch immer Bahamut ist, es gab da ein paar Legenden, es gibt ein paar Gerüchte über dieses Wesen, eine äonenalte Kreatur, die im Kampf mit Effard selber ist. Ja, und hatte da dann wohl auch einen der Boten von Charybdis getroffen, einen gehörnten Dämon, der ihm diese Visionen schickte. Ja, es ging weiter durch eine Sturmfront, die Maraskan sehr regelmäßig umgibt, in Richtung des Festlandes. Hier hat man dann nur ein bisschen Vorräte aufgefüllt, ist dann aber auch sehr schnell weitergefahren. Es gab dann noch so eine kleine Bucht, die damals Feliasson entdeckt hatte in den namenlosen Tagen. Ja, aber das ist jetzt nichts weiteres Dramatisches. Man hat versucht, noch unterdessen einen Verräter zu enttarnen. Das ist bisher noch nicht gelungen. Aber die Helden achten weiterhin darauf, dass da nichts Böses passiert. Ja, Sanin sind leider in den Kämpfen, die es drumherum gab, so ein paar Seemänner und Soldaten ausgegangen, sodass er gesagt hat, okay, wir haben jetzt diesen Auftrag von der KGA. Und es geht darum, dass wir Endurium bergen. Endurium liegt hier in der Maraskanischen Kette. Da wollen wir eigentlich hin. Das heißt, ich setze ein paar Leute in Boran aus, Freiwillige, zu denen dann auch die Helden gehören. Und ich segel derzeit weiter. Das heißt, in Boran werde ich selbst wieder in Richtung Osten aufbrechen, um dort dann an einer Inselkette neue Leute zu holen. Und ja, das ist jetzt so aktuell sein Ziel. Das heißt, die Helden haben dann, ja, Admiral Sanin, die Seeadler von Bailuk, haben sie dann in Boran verlassen, haben ihren allerersten Kontakt mit richtigen Maraskanern geknüpft, in Boran, auf Boran, und sind dann, nachdem sie sich da ein paar Informationen besorgt haben, mit einer Rohan-Dwarf-Priesterin und dann einem weiteren Magier, sind sie in den Dschungel aufgebrochen. Vorher gab es da auch noch die eine oder andere Begegnung mit den Besetzern. Ja, oder Besatzungsmächte. Denn Maraskan steht unter der Fuchtel von Helmer Hafax, zumindest offiziell. Inoffiziell gibt es da ein paar Differenzen mit Parabellen. Und Helmer Hafax, also Bel-Hal-Ha, nicht paktiere, zumindest noch nicht, aber als Besitzer des Splitters von Bel-Hal-Ha, hat er dann eben auch gewirkt und unter anderem auch einer seiner höchsten Diener, Velaryon Menning, dem konnte man dann in einem sehr epischen Kampf, beziehungsweise ein epischer Einbruch, konnte man ihm die Hand abschlagen und seitdem führt er die Zankenklaue. Dazu schaut euch am besten die Folgen an, wenn es euch interessiert. Oben rechts wird jetzt wieder das tolle i eingeblendet und dann könnt ihr da sofort hinspringen, wenn ihr wollt. Ja, und dann ging es wie gesagt weiter, direkt in den maraskanischen Dschungel mit Ausrüstung und wurde dann ziemlich gequält von verschiedensten Katastrophen, die es da auf Maraskan gibt. Ich habe mich da bedient aus dem Portfolio, der mir dann zusteht, zu Botaniker. Und wir haben nach dem Lilienthron in Boran angefangen mit Pforten des Grauens. Das ist natürlich dann auch ein Abenteuer, was in der G7 beheimatet ist, in der großen Borbarad-Kampagne. Also da sind dann auch leichte Spoiler enthalten, auch wenn ich Borbarad komplett rausgekürzt habe. Ja, man kann das Abenteuer eben auch ganz normal ohne Borbarad spielen. Es geht dann einfach nur darum, reist zu dieser Mine, die liegt irgendwo in den maraskanischen Bergen, holt das Endurium und bringt es halt zu Sanin. Das ist so der eigentliche Aufhänger. Und ja, da kann man Borbarad eben auch komplett rauskürzen, das habe ich getan. Wie es danach weitergeht, keine Ahnung. Zu diesem Zeitpunkt sind wir kurz vor den Bergen. Die müssen noch einmal überkreuzt werden. Das heißt, zum Zeitpunkt der 200. Folge stehen wir vor den Bergen in einem alten Tempel oder einer alten Tempelruine,
die wohl von Echsen mal benutzt worden ist. Man hat auch weitere offizielle NPCs getroffen. In diesem Fall Magister Pusperaiken, ein Saurologe und Schüler von Rakorium Mutagodas. Das ist die grobe Zusammenfassung. Das heißt, wir sind von Perikum, Folge 100, hier diesen Weg angetreten und dann mit dem Schiff ja, in Richtung der Maraskanischen Kette. Ja, damit könntet ihr euch den Rest sparen. Ich habe mal nachgerechnet, ich habe die Karte ja geeicht. Das waren so ungefähr 1100, 1200 Meilen, die die Helden jetzt zurückgelegt haben. Das ist schon ganz ordentlich für 100 Folgen, 30 Minuten, so roundabout. Und ja, es war natürlich auch noch ein bisschen Fluff mit drin, jetzt gerade am Anfang von Poran und auf der Hohen See, weil man das Ganze kennenlernen muss. Aber wer da weitere Informationen haben will, also nicht nur wie die Helden ticken, sondern auch wie die Seefahrt funktioniert, der kann sich da so ein bisschen umsehen. Ich finde die Folgen sehr gelungen. Ich will jetzt hier keine Eigenlob oder sowas aussprechen, aber ich finde, es gab eine Steigerung von Seiten der Spieler aus und auch der Vorbereitung von Folge 1 zu 100, wo es sehr lustige Parts in Gareth gab und auch beim Alchemisten, bei den Eisenwaldberg. Aber ich muss sagen, dass mir die Folgen selber 101 bis 200 noch ein bisschen besser gefallen als das, was ich zu Beginn gemacht habe. Okay, ich würde sagen, wir heben dann ab und vielleicht sehen wir uns wieder in den Folgen 201 bis 300. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Aber bis dahin habe ich euch erstmal nichts zu erzählen. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim restlichen Parts gucken und bis dann.